TV-Weihnachtsfieber. Wir zeigen Ihnen noch bis zum 24. jeden Tag neue Geschenksideen, damit Sie an Weihnachten nicht mit leeren Händen dastehen. Unser heutiger Gast hat nach Weihnachten gerade auch noch Geburtstag und darum haben wir ihm da schon mal etwas mitgebracht. Renzo, du wirst bald zum dritten Mal Vater. Was hat sich eigentlich an Weihnachtsfeiern geändert, seit deiner Familie haben? Ja, eigentlich nicht viel Grosses. Wo wir noch ledig sind, hat jeder bei seiner Familie gefeiert. Und dann sind wir am Abend in die Messe und dann fein essen nach der Kirche und so. Und jetzt ist das ein bisschen familiärer mit den eigenen Kindern und so, ist das natürlich schöner und viel impulsiver oder viel näher. Und es ist jedes Jahr etwas Neues, das dazukommt. Gibt es auch Traditionen aus deiner Kindheit, die du deinen Kindern auch willst weitergeben? Ja, auf jeden Fall. Also wir feiern immer mit einem schönen Christbäumchen und dann mit Geschenken und so. Und das will ich unbedingt beibehalten, weil das ist etwas Schönes, wenn man die leuchtenden Augen sieht von den Kindern, wenn das Päckchen auspackt. Du hast ja am 26. Dezember auch noch gerade Geburtstag. Ich habe schon mal ein Geschenk für dich. Moment. Da haben sicher deine Kühe Freude. Schau mal, ich habe auch noch eins. Der Hirsch. Du bist der Hirsch und ich bin Du bist Schneeflocken oder so? Schneeflocken oder ja, irgendetwas spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Nach dem Festtag kommt dann auch schon das neue Jahr. Hast du da irgendwelche Pläne? Überhaupt nicht. Also mittlerweile. Auch gut. Auch gut, ja, weil wir sind wichtig ist, dass man mit der Familie zusammen ist und. Und in den, Jahren, also in den letzten Jahren sind wir am 10 Uhr geschlafen und dann am nächsten Tag wieder in den Stall. Für mich ist das ein Tag wie jeder anderen auch. Und dann, wenn man früh schlafen geht, kann man am nächsten Tag Skifahren und niemand ist auf der Piste. Und das ist auch etwas Schönes. Noch bis am 24. Dezember können die Kinder hier in der Kids Arena beim Malwettbewerb mitmachen. Darum heisst es, auf die Stifte, fertig, los! Der Diamond Shopper von Navy Boot ist ein eleganter Geschenktipp aus edlem schwarzem Nappa-Leder. Verziert ist er mit von Hand aufgenähten Diamantkreolen und einem Metalllogo aus 3 zusammengehängten Einzelteilen. Dank der praktischen Magnetverschlüsse in den Henkel lässt sich die Tasche super verschliessen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Reissverschluss. Für heute kommen wir schon wieder zum Schluss unserer Sendung. Uns gefällt es aber so gut, jetzt gibt es noch eine Gute-Nacht-Geschichte. Manche Tiere machen im Winter einen tiefen, langen Schlaf. Den Winterschlaf.